grundsätzlich sammeln wir permanent Ideen und 1998 haben wir dann ganz konkret mit der AT2-Serie begonnen zu entwickeln. Durch die technologischen Entwicklungen war die Veränderung der Elektrik hin von der Verkabelung zum CAN-Bus ein ganz wesentlicher Schritt. Und mit dem CAN-Bus wurde dann auch die Bediensystematik, die Displays möglich. Dann natürlich der Einstieg in die Kabinen, die Drehtreppe, die wir sie einfallen haben lassen, um eben auch bei engen Gassensituationen sicher und komfortabel ein- und aussteigen zu können. Die Lichtsituation. Wir haben über die physischen Auswirkungen des Lichts gelernt und somit hier indirekte Beleuchtung immer breiter eingesetzt. LED ist gerade gekommen, aber war noch zu teuer. Und dann sind wir auch in Fertigungstechnologien gegangen, die durch die größeren Stückzahlen plötzlich möglich waren, einzusetzen. Beim AT1 haben wir schon über die Tankthematik nachgedacht, der früher in GFK üblich war zu bauen, hin zum thermoplastischen Tank. Und das ist dann weitergeführt worden beim AT2 in Richtung thermoplastische Tiefziehbauteile, weniger lackieren, um eben alles nach 30 Jahren sauber recyceln zu können. Ja, genau so war es. Ursprünglich beim AT1 war ausschließlich Steirer und Mercedes im Vordergrund und so ist dann durch das Aufgehen von Steirer in MAN das MAN-Chassis genauso wie Volvo und Scania dazugekommen. Der AT1 war eine geniale Erfindung von Glatzner Alfred im Zusammenspiel mit Hofdanninger Franz aus Vertriebssicht. Und auf dem Wissen haben wir aufgebaut und dann die Weiterentwicklung in der nächsten Generationen gemacht, AT2 und AT3. Und ja, dafür habe ich Vatergefühle.